Liebe Stammgäste, ich freue mich, dass nach ein paar Wochen nach dem Neujahrs-Event hier wieder viele Leute kommen zu einem Bruckmeierei-Special. Ich bin die Wagner Ilse. Ich bin seit voriges Jahr, Juni, in der Bruckmeierei. Die Leute kommen auch zu mir und sagen, das Essen war sehr gut und so. Also, da freut man sich dann schon sehr. Ich darf heute begrüßen hier ganz besondere Gäste, nämlich das Ehepaar Strasser vom Strasserwein aus dem Traisental. Wir haben natürlich mitgebracht unsere Traisental-Diazieweine, den grünen Veltliner und den Riesling, die was einfach wirklich sehr typische Vertreter für das Traisental sind, aber auch ein sehr breites Spektrum mit aromatischen Sorten wie dem Muscato Tonnell oder auch den Ribana. Also grundsätzlich die Spezialität ist, eben wie mein Vorschlag gesagt hat, neben den grünen Veltliner haben wir auch ganz spezielle Sorten, wie zum Beispiel ein Muscato Tonnell, der was auch bei unseren Stammkunden schon bekannt ist als das Küssel. Oder was natürlich da in der Bruckmeierei sehr beliebt ist, ist unser Rosé Pink Portugieser. Der genießt, glaube ich, bei den Stammkunden da schon sozusagen Kultstatus, laut Stefan zumindest. Unsere persönliche Herzensangelegenheit ist die grüne Veltliner Reserve, die Maria und Roman Edition, die genauso authentisch ist wie wir beide. Es ist einfach ein sehr kräftiger Veltliner aus vollreifen Trauben, der einfach wirklich Schmelz und Griff am Gaumen hat. Ja, danke schön. Applaus, Applaus für die Lisa. Aus Eichgraben. Jawohl. Was ist das Besondere am Harfeninstrument? Was kann man über die Harfe sagen? Ich finde, dass die Harfe klingt wie ein Orchester. Das hat mich immer fasziniert, dass man so viele Obertöne hat und dass es mehr so klangvoll ist. Ich spiele ab und zu in Wien, in Eichgraben, in Umgebung. Zum Beispiel in Maria Ansbach im Altenheim. Da freue ich mich sehr.